Eine echte Premiere gab es im Rahmen der Tagung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 1. Dezember. Traditionell war auch zu dieser Versammlung wieder ein Gastredner eingeladen, dieses Mal jedoch ein ganz besonderer. Kein geringerer als der russische Botschafter Wladimir Grinin war der Einladung der IHK gefolgt, um einige Grußworte an die anwesenden IHK-Mitglieder zu richten. Vor den versammelten Wirtschaftsgrößen der Region sprach er über das derzeitige Verhältnis Deutschlands und Russlands. Die politischen Spannungen zwischen den Staaten haben auch wirtschaftliche Auswirkungen, denen man im Osten Deutschlands aber entgegentritt. Nicht zuletzt dank dieser prinzipiellen Position konnte unsere Zusammenarbeit dem Druck standhalten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich meine aufrichtigen Dankesworte an alle Geschäftsleute, Politiker, Vertreter der Öffentlichkeit, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger von Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern Deutschlands richten. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der Vollversammlung war die Verleihung des Forschungspreises 2016. Mit ihm ehrt die IHK wissenschaftliche und anwendungstheoretische Arbeiten, die einen Beitrag zur zukünftigen Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft leisten. Die Preisträger stammen von den drei Hochschulen des IHK-Bezirks: der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Hochschule Harz. Der Preisträger der Universität ist Dr. Ingenieur Stefan Höhme mit seiner Dissertationsschrift »Analytische Modellierung des Zeitverhaltens von industriellen Steuerungssystemen«. Benedikt Kaffey von der Hochschule Magdeburg-Stendal erhielt den Preis für seine Masterarbeit zum Thema Web of Entities, die sich mit dem sogenannten Internet der Dinge befasst. Für ihre Leistung in der Verknüpfung von Studium und Arbeitsmarkt, vor allem für ausländische Studierende, erhielten Annemarie Runge und Ellen Burgdorf von der Hochschule Harz ihren Preis. Das Thema ihrer Arbeit: Wahrnehmung und Gestaltung von Employer Brands im interkulturellen Kontext. Für den Unternehmer dreht es sich bei diesem Thema grob gesagt darum, wie er sich und sein Unternehmen darstellen möchte und welche Wirkung er damit erzielt. Der besondere Bezug liegt hierbei auf dem Anwerben und Halten auch ausländischer Arbeitnehmer, die in Sachsen-Anhalt studiert haben. Wir wollen einfach Unternehmen auch anregen, gerade weil es ja bei uns auch um den interkulturellen Kontext geht, einfach mal auch über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, was bringt mehr Diversity, also auch ausländische Fachkräfte, welchen Mehrwert haben die fürs Unternehmen, nicht nur auf die Herausforderungen zu schauen, sondern auch zu gucken, wie passt das einfach in unser Unternehmen rein und sich dann mit den richtigen Fragen einfach auch zu beschäftigen. Die Entscheidung der ausländischen Studenten, in Sachsen-Anhalt zu studieren, sei schon ein Zeichen von Wertschätzung. Die Bereitschaft, auch nach dem Studium im Land zu bleiben, ebenfalls oft vorhanden. Besonders geschätzt fühlen sich auch die beiden Preisträgerinnen. Schließlich ist so eine Masterarbeit auch ein besonderes Projekt. Diese Auszeichnung, also wir haben uns so wahnsinnig gefreut, als wir davon gehört haben, weil es ist schon so, man sitzt doch ein ganzes Jahr, was ja in so einem Studium unheimlich viel Zeit ist, beschäftigt man sich intensiv mit so einer Thematik und da gibt es natürlich Höhen und Tiefen, also mal läuft es ganz gut, mal kriegt man nicht so gute Antworten und sagt, oh Gott, was machen wir jetzt, wie geht's jetzt weiter, und dann einfach mal so eine Wertschätzung der eigenen Arbeit zu bekommen, dass du sagst, oh Mensch, wir wurden ausgezeichnet, unsere Arbeit ist gut angekommen, das war ein ganz tolles Gefühl. Mit jedem Preis kommen auch 2000 Euro, die die Preisträger einsetzen können. Ein kleiner zusätzlicher Anreiz, mit dem die IHK den jungen Absolventen sinnvoll ins Berufsleben hilft.